Willkommen zurück und in dieser Folge machen wir hauptsächlich ein paar Crew-Missionen. Ich habe mal Liam ausgewählt und ich habe eine Bibi-Überraschung für euch. Bibi? Okay, ich habe keine Bibi-Überraschung für euch. Auch keine Baby-Überraschung. Das wäre noch schlimmer. Jump! Nein. Okay, wo ist mein Team? Hier auch nicht. Sind die alle unten? Ich habe Mods runtergeladen. Ich habe neue Mods runtergeladen. Hier ist jemand. Ihre Augen sind so voller Feuer, Bibi. Das ist aufregend. Es war mutig von Ihnen, hierher zu reisen. Wirklich? Danke. Ja, das war es wohl. Und ich bin es noch. Echt jetzt? Da drüben. Cora, Ihre Entscheidung erfolgte offensichtlich in voller Erkenntnis Ihres Potenzials und Ihres brillanten Verstands. Verdammt, ist ja gut mit Flirten. Da kann man was lernen bei diesen Typen. Zuerst, ich sehe es da drüben leicht. Was ich hier angetan habe. Outfitwechsel. Oh. Ah, schaut sehr immer aus. Ich glaube, Rot gefiel mir besser. Hi, was liegt an? Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie gleich, ja? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig. Und es entspannt. Ja. Darauf können Sie wetten. Hast du Flirt-Tipps von Leal bekommen? Ja, schaut vielleicht ein bisschen mehr badass aus. Aber ohne Pilzgefährte ist alles weniger badass. Das wird Leute verwirren. Aber wer ist Pilzgefährte? Verdammt. Axul ist überaus raffiniert. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Meine Mütter machen sich große Sorgen wegen der Cousins, die sich ihm angeschlossen haben. Hör auf, mit meinen Mädels zu flirten. Können Sie mir mehr über die Besetzung durch die Kette erzählen? Das ist ein schwieriges Thema. Ich werde versuchen zu antworten, aber ich könnte dabei die Fassung verlieren. Wie war es für Sie persönlich, unter der Herrschaft der Kette zu leben? Wollen Sie das wirklich wissen? Diese Erinnerungen sind schmerzlich. Ich habe danach gefragt, oder nicht? Es ist, als würde man auf schwankendem Boden leben. Und jeder Tag bringt neue schreckliche Nachrichten. Bei jedem Abschied besteht die Möglichkeit, dass man diese Person nie wieder sieht. Ich war noch ein Junge, als mein Vater aus meinem Leben verschwand. Ein furchtbarer Tag. War er im Widerstand? Nein. Er war Techniker in einer Mine. Er ging zur Arbeit und kam nicht mehr nach Hause. Das passiert irgendeinem Angara-Kind irgendwo jeden Tag. Ach, verdammt. Die Mädels stehen wahrscheinlich auf den und seinen traurigen Geschichten. Als die Kett eintrafen, warum haben sie da nicht gekämpft? Sie haben uns keinen Grund dazu gegeben. Und als sie es taten, war es zu spät. Sie denken vielleicht, wir wären schwach gewesen. Aber die Kett sind rücksichtslos und wissen genau, wann und wie sie zuschlagen müssen. Das verstehe ich durchaus, glauben Sie mir. Waren die Kett schon immer hier? Nein. Einige, wie die Moschei, sind alt genug, um sich an die Zeit vor den Kett zu erinnern. Aber ich nicht. Und meine Mütter auch nicht. Und der Archon kam mit Ihnen? Wir denken schon. Die Informationen des Widerstandes darüber sind unklar und nur wenige haben ihn persönlich gesehen. Und überlebt, um davon zu berichten. Ja. Okay, belassen wir es dabei. Okay, weiter flirten. Bis später, John. Ich meine, nein. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Kein Flirten mehr. Nur Ryder darf flirten. Der muss das nämlich noch lernen. Ich meine, ich auch, aber... Ja. Ja, von Ryder werde ich es nicht lernen. Also doch weiter flirten, Jarl. Liam? Ich habe das Projekt abgenickt. Das ist toll, Pathfinder. Jala Madaraf, wir haben unsere Ausrüstung. Costa, Ryder. Was geht denn hier ab? Ich weiß, wir haben eigentlich keine Uniformen, aber das ist doch ein bisschen sehr leger. Ach was, so ist es einfach praktischer. Wir tauschen Panzerung. Kann's losgehen? Ja. Okay. Was bedeutet das Muster auf Ihrem Schulterpanzer? Das Ehrenabzeichen meiner Familie. Darf ich Ihren Poncho Rothjin. Und nein.
Warum nicht? Aus religiösen Gründen? Moment mal. Aus persönlichen Was? Gründen. Ich erlaube es Ihnen nicht. Geht es um Status oder Spezies? Möglicherweise beides. Sehen alle Menschen gleich aus? Einige ja. von ihnen klingen gleich. Wir zwei. Wow, wow, wow. Wir schauen gleich aus. Verdammt, hat er recht. Oh. Ich dachte, es geht hier um Panzerung. Versuchen Sie absichtlich, Jaul zu beleidigen? Natürlich tut er das. Genau darum geht es doch. Darum, die Dinge zu fragen, die sich die Diplomaten verkneifen. Panzerung für Antworten. Ich war vorhin an der Reihe. Die Informationspakete der Nexus lassen ziemlich viel aus. Tut mir leid, war das hier nicht genehmigt? Sie feiger kleiner Adi. Wie auch immer. Ryder? Adi? Ey, der war ja ganz nackt. Alter, steh. Bleib weg von meinen Mädels. Ich meine, mit dem seiner Brust muss ich mir echt keine Sorgen machen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Ich habe keine Lust, mir von der Nexus die Hölle heiß machen zu lassen. Keine Sorge. Jaul wird sich schon nicht bei der Personalabteilung beschweren oder an wen auch immer wir uns Tans Meinung nach wenden sollen. Wir haben neulich rumgescherzt und erkannt, dass wir keine Ahnung hatten, wie wir einander beleidigen können oder es vermeiden. Manche Dinge sind so tief verwurzelt, dass sie unsichtbar sind. Wir kannten noch nicht mal die Warnsignale, also haben wir es hinter uns gebracht. Jetzt kann es uns nicht mehr versehentlich passieren, wenn wir zum Beispiel über einen Außenposten verhandeln. Es gibt sowieso schon genug seiner Leute, die uns gerne tot sehen würden. Sie sollten damit aufhören. Überlassen Sie das lieber den Profis. Wie Sie meinen. Jaul hat zwar kein Problem damit, aber er will bestimmt auch nicht, dass seine Bosse deshalb einen Anfall kriegen. Ich hoffe nur, Sie wissen, dass sich unser Team irgendwann mit solchen Problemen konfrontiert sehen wird. Und wenn Sie mich fragen, ist es besser, Sie bei ein paar Bier zu klären, als mit Waffen. Oder du bist einfach professionell. Und, naja. Was sagt ihr von seinem Sixpack? Ob Ryder besser ausschaut, wir haben wahrscheinlich die ganz gleichen Körper. Ah, wir sind ja ganz gleich. Wir sind ja fast Zwillinge, er und ich. Pathfinder, tut mir leid, ich war gerade abgelenkt. Ich habe das Gefühl, wir sollten alles andere ruhen lassen, bis die Sache mit der Moschei geklärt ist. Das wäre im Sinne der Nachbarschaft. Wir brauchen nämlich gute Nachbarn. Okay. Reden wir später weiter. Dann lasse ich dich mal alles alleine. Klar. Und schön die Hose anlassen. Jo. Cora, ist der Typ hier nackt herumgelaufen? Willst du eine Beschwerde einreichen? Phoebe? Wirklich? Ich mag sie. Sie immer noch nicht? Es gibt einen Unterschied zwischen mögen und okay finden. Mag sein. Geht mich nichts an. Ich verliere einfach nur ungern etwas Wichtiges. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Im Moment sind diese Asari auf Eos unsere einzige Spur. Wir sollten uns also möglichst bald mit ihnen unterhalten. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Darf ich nicht mal mit Phoebe flirten? Nächstes darf ich nicht mit Jaul flirten. Vetra und Drake noch immer unterhalten? Sich. Unterhalten, sich. Ach, ist ja egal. Reden wir dir überbewertet. Richtig, Nach oder? Nach all der Arbeit, die ich geleistet habe. Arbeit, die keiner ihrer Jungs machen wollte. Erzählt mir Tederna, ich würde nicht ins Team passen. Diese Idioten. Die haben keine Ahnung, was ihnen entgangen ist. Was haben sie dann gemacht? Ich habe mich einer Konkurrenzcrew angeschlossen und diese blauen Schnösel aus dem Geschäft gedrängt. Der hat doch noch eine neue Rüstung bekommen. Oh ja, schaut besser aus. Pathfinder! Jetzt schaut er mehr nach Rex aus. Wir können aus. Uns später weiter unterhalten. Klar. Ich meine, das ist ein Rex-Skin. Right? Wahrscheinlich. Okay, cool, cool. Ich will meinen Pulli wieder haben. Meinen coolen Drachenpulli.
Yeah. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das T-Shirt darunter gefällt mir nicht. Hoodie. Ah, warte mal. Armor kann ich hier auch was machen. Das sind Farben, oder? Autotuning, Standardtönung. Passt schon. Ich will nur meine N7-Rüstung mir mal leisten können. Also schauen wir mal, was wir machen können. EOSO Citadel. Quests, Nebengefährten-Quests. Karte, Logbuch sagt was. Priorisierte Verbündete mit Gil im Vortex treffen. Keine Ahnung, wo das ist. Cash über Spender reden. Bibi in Apartment auf der Next treffen. Oh, da schaut sie ganz eigen aus. Okay, machen wir Badass Bibi. Zu Nexus. Ich muss hier Sachen kaufen und verkaufen. Ich brauche CU, ich brauche N7-Rüstungen. Wo ist die Nexus? Bibi, gern Projekt. Können wir die anderen Sachen auch gleich machen? Skip? Nope. Kein Skippen. Boah, das ist nicht cool für die Augen. Ich weiß nicht, ob wir in Vanguard Zombies gespielt haben. Ihr in Vanguard Zombie gespielt habt. Aber da ist so ein Transition-Effekt. Von kleinen Map zu Map und der zerstört richtig die Augen. Der hätte nicht sein müssen. Ich lass mich mal andocken hier. Das dauert schon fast eine Minute, wenn man da herreisen will. Geht nicht überspringen. Verdammt! Ich habe jetzt gar keinen Audio-Check gemacht. Wäre doch lustig, wenn das wieder nicht passen würde auf einmal. Bildschirm schaut gut aus. Okay. Schauen wir mal, wenn wir hier finden, sonst. Ich will nicht zu viel machen. Ja, da kann man sicher. Nein, keine Demonstranten. Unendlich dumm sprechen. Unendlich dumm sprechen kann man sich hier. Nein. Menschen sind doch sowieso langweilig in diesem Spiel. Doch lieber ein Händler. Sicher schön aufgeräumt hier drinnen und gut auf. Organisiert. Kommen Sie rein. Ja, schön aufgeräumt und gut organisiert. So wie bei mir zu Hause. Was in aller Welt ist das? Nichts sagen. Du wolle. Tada! Mein Projekt. Sie ist fertig. Sie? Er, sie. Ist doch egal. Oh, er nein. Ist nur ein Proof of Concept. Ich habe die Relikt-Eingabeaufforderungen entfernt, um rauszufinden, ob ich ihn selbst aktivieren kann. Es hat funktioniert. Jetzt kann ich ein Einsatzmodell mit Kampfprotokollen bauen, das für sie kämpft. Und? Hm? Was denken Sie? Ich denke, wir müssen ihm zuerst ein Geschlecht geben. Das, was er selber haben will, natürlich. Na, natürlich. Suvi und Gil sollen ihn durchchecken. Wenn sie keine Einwände haben, können sie ihn an Bord bringen und das Kampfmodell vorziehen. Okay. Ich schätze, ich verstehe ihre Skepsis. Oh nein, ich habe vergessen, die Tür... Oh, scheiße. Sieh an, Palisaria. Ich wusste nicht, dass du dieses Loch immer noch nutzt. Und wer ist das da? Kalinda, das ist Ryder. Oh, jeder weiß, wer der menschliche Pathfinder ist. Ich meinte deinen Reliktfreund. Das geht dich nichts an, Kalinda. Natürlich nicht. Und genau das macht es ja so interessant. Sei doch nicht so feindselig, Süße. Seien Sie nicht so herablassend, Süße. Das hier ist Pibis Reich und Sie haben hier nichts zu suchen. Ich finde, da ist ein bisschen Feindseligkeit durchaus gerechtfertigt. Aber, ich war einfach besorgt, meiner lieben alten Freundin könnte etwas zugestoßen sein. Tut mir leid, dass ich hier einfach so reingeplatzt bin, Palisaria. Aber es freut mich zu sehen, dass du nach vorne blickst. Bis dann. Ich begleite sie nach draußen.
Also, wollen Sie darüber reden? Ach, Kalinda und ich kennen uns schon ewig. Wir haben uns gemeinsam der Initiative angeschlossen und waren lange wie eine Familie. Jetzt aber nicht mehr. Wenn man 1000 Jahre lebt, kommen und gehen die Leute, Ryder. Es ist dumm, sich an jemanden zu binden. Oder an einen Ort. Es wird Zeit, zusammenzupacken. Hier hält mich nichts mehr. Hey, ich hoffe, Sie wissen, dass Sie jederzeit mit mir reden können. Was sind Sie doch süß. Danke, Ryder. Das ist nett von Ihnen. Wirklich. Aber keine Sorge, mir geht's gut. Vergangen ist vergangen. Okay, verstehe. Sonst noch was? Ich packe mein neues Haustier und alles Wichtige ein. Wir sehen uns dann auf der Tempest. Das war's. Cool. Warten. I love it. Dann ist der nächste dran. Eos. Schöne nach. Die im Costa. Warten. Trojanische Rache. Wo auch immer das sein wird. Hier. Drag. Ich werde doch irgendwo Händler finden auf dem Weg. Mit Cash habe ich sowieso noch nie gesprochen. Verdammt, hier ist ruhig wieder. Klar, Kumpels. Oh, das klingt sehr krogianisch. Im Moment scheint alles ruhig zu sein. Befreit unsere Familie! Ja, nee. Das kriegen die schon ohne mich hin. Einfach, welche Materialien Sie brauchen. Dann besorge ich sie Ihnen. Oh, hey. Oh. Ja, ich dränge mich vor. Pathfinder. Das ist keine 1.7. Oh, keine 1.7 Sachen. Habt ihr Materialien oder auch nicht? Auch nicht. Lächerlichst. Was hast du? Seder Falcon, auch nichts Gutes. Und auch keine Mineralien, was? Nein, verdammt. Lächerlichst, da wird es nichts Besseres drin geben. Ich will ein 7 Rüstung, verdammt. Ich habe extra einen Mod für die runtergeladen, dass sie cool ausschaut. Geht mir aus dem Weg. Das sind sie nicht. Hey. Das sind Mods. Und die tiefe Tarnung schaut schwach aus. Nein, das brauchen wir nicht, oder? Doch, nehmen wir alles. Wurscht, ist egal. Du, Mineralien? Mischwarm, wahrscheinlich. Doppelmods für Mineralien. CU. Da, Kupfer. Das brauchen wir alles. Ein großer Schritt Richtung N7 Rüstung. So, was sagt die Karte hierüber? Nein, ich will keine Nexus Quests machen. Da wird zu viel geredet. Das packt doch niemand. Bei einer Expedition nach Eos im Pythias-System wurde eine geheimnisvolle Anlage entdeckt, die von den Behörden als Gewölbe bezeichnet wird. Obwohl bislang nur wenig über dieses unterirdische Bauwerk bekannt ist, geht man davon aus, dass es von den Relikten stammt. Die renommierte Asari-Wissenschaftlerin Pelisaria Bissail äußerte sich wie folgt. Es tut mir leid. Was wir in dem Gewölbe aktiviert haben, hat die Atmosphäre auf Eos drastisch verbessert. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Gibt's hier irgendwo noch einen Händler? Hier war doch wer noch. Nein. Wir machen nur coole Quests, okay? Kenn ich dich nicht. Wöchentlicher Verletzungsbericht. Hey Ryder, hätten Sie mal kurz Zeit? Den Prognosen. Ja, Lieutenant Sajax, richtig? Genau. Ich stelle gerade Apex-Teams zum Schutz der Leute und Aktivposten zusammen, die sie da draußen zum Einsatz bringen. Wir wissen nicht wirklich, was uns erwartet und könnten von ihren Erfahrungen profitieren. Ich lasse Sam unsere Erkenntnisse über die Cat, die Relikte und die Gruppierungen von Gesetzlosen, denen wir begegnet sind, sofort hochladen. Danke. Sie werden sehen, Apex wird etwas bewirken. Ja,
Apex Legends wird was bewirken. Was? Ist der da? Freut mich, Sie endlich zu sehen. Sie sollen da draußen ganz schön beschäftigt gewesen sein. So könnte man es ausdrücken. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Oh, zu viel reden. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist sowieso niemand. Bist du ein Händler? Alle Logistik-Updates müssen innerhalb der nächsten Stunde... Hey, du. Glaubst du mir was? Nein. Nein. Gibt's hier nur Dreckshändler oder was? Ist ja lächerlich. Wie oft habe ich dir diese Geschichte eigentlich schon erzählt? Hey. Was? Du hast mitgezählt? Roshan, das ist nicht lustig. Die Derl hat mir erzählt, sie hätten ihre Auseinandersetzung mit Spender mitbekommen. Der Pijack tut alles, was er kann, um uns unsere Arbeit zu erschweren. Wieso kommt er damit durch? Spender hat nicht den blassesten Schimmer von Technik, aber er weiß, wie man Leute manipuliert. Und was noch wichtiger ist, ich bin mir sicher, er steht weiterhin mit den Exilanten in Kontakt. Nur kann ich es ohne ihre Hilfe nicht beweisen. Weiß sonst noch jemand davon? Mein Großvater hatte versucht, Tan darüber zu informieren. Ohne Beweise wollte er ihm aber nicht glauben. Wenn er wirklich so übel ist, warum hat er dann seinen Job noch? Willkommen auf der Nexus. Hören Sie, mit bloßer Inkompetenz kann ich umgehen. Aber Spender ist ein Verräter und eine Gefahr für diese Station. Wir müssen etwas gegen ihn unternehmen. Sie haben recht. Diese Sache muss geklärt werden. Schön, dass das noch jemand so sieht. Reden Sie mit Kandros. Er hat wahrscheinlich Überwachungsaufnahmen, irgendwelche Beweise. Aber Sie müssen ihn davon überzeugen, die Freigabe zu autorisieren. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Viel Glück da draußen. Stationsleiterin Cash, wir liegen hier einige Berichte vor, die... Tut mir leid, die Verbindung bricht ab. Vermutlich die Verkabelung. Versuchen Sie es später nochmal. Mhm. Ryder, dieser Ort ist unfassbar, was? Sie meinen diese leicht verbeulte Raumstation? Sie hätten sie mal vor einem Jahr sehen sollen. Da war sie mehr als nur leicht verbeult. Naja, jedenfalls danke, dass Sie mich ins Team geholt haben. Tan kann mich nicht von der Station werfen. Und es war schön, meine Enkelin mal wiederzusehen. Sie scheinen sich wirklich nahe zu stehen. Seit ich Cash bekommen habe, hieß es Sie und ich gegen den Rest der Galaxie. Naja, das ist heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber früher war es das definitiv. Jo, auf rum zu klitschen. Hopp, war da eine Kiste? Hab ich da eine Kiste gesehen? Oh ja. Pistole, taktisches Ziel für ein Rohr. Irgendwas Interessantes hier oben. Oh, ich will gar nicht mit dir reden. Was Neues? Pathfinder. Oh, okay. Was ist eigentlich mit Ihrem Assistenten? Er ist ein bisschen... Spender ist ein Arsch. So kann man das auch sagen. Ich weiß, dass er gewisse Vorurteile hat. Aber die hat Tan auch. Und unsere Personalauswahl ist nun mal begrenzt. Sie haben uns die Außenposten gebracht, um das zu ändern. Aber es ist ein langsamer Prozess. Mit Leuten wie ihm tun Sie Ihrer Abteilung keinen Gefallen. Probleme mit dem Personal stehen auf der Liste der Dinge, die mich interessieren, ziemlich weit unten. Ich habe Informationen über einen bestimmten Schläfer, den ich gerne aus dem Kälteschlaf holen würde. Ich würde das gerne vermeiden. Und ich habe dafür Gründe. Gründe? Ist das alles? Hören Sie, Sie sind der Pathfinder. Wenn Sie eine Anfrage für Ihr erweitertes Team haben, können Sie die einreichen. Greifen Sie über Breckers Konsole auf die Daten der Schläfer zu. Mich geht das nichts an. Solange daraus kein Problem für mich erwächst. Ist das klar? Kommst mir ein bisschen zu nahe schon wieder. Pathfinder. Okay, passt schon. Direktor Edison,
Pathfinder. Direktor Edison. Pathfinder. Jo. Pathfinder, der ALP-Aufstieg wird gemäß Ihren Anweisungen fortgesetzt. Und natürlich bleibt das Interface für etwaige künftige Anpassungen zugänglich. Protokolle und Prozesse sind was Feines. Jetzt leben wir. Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen. Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Das ist alles? Sie machen's einfach? In meiner Stellenbeschreibung steht nichts von Diskussionen mit dem Pathfinder. Aber natürlich zeichne ich sämtliche Interaktionen auf. Falls etwas, das Sie verlangen, zu Problemen führt, ist damit eindeutig, dass Sie verantwortlich sind. Diese Sache bleibt unter uns. Hier sind die Infos. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Ich habe keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? Welchen Teil der Geschichte ich gerade fortsetze damit? Ich glaube, da habe ich schon ab. Nein, kann ich noch was reinsetzen. Oh, Preise. Inventarkapazität. Gut, warum nicht? Los wieder. Alle Logistik-Updates müssen innerhalb der nächsten Stunde erfolgen. Schauen wir noch zu Captain Tam vorbei. Ui. Schön, Sie zu sehen. Ah, Quora ist wieder da. Das hier ist jetzt Ihr Platz. Alles, was wir erreichen, wird hier zu sehen sein. Ah, Normandy. Cool, cool. Was ist das? Ravuna sagt mir nichts. Und du? Das kann ich nicht aussprechen. Tja, alter Mann. Wir kommen unserem Ziel näher. Legen Sie ein gutes Wort für uns ein. Selber alte Frau. Jo, du. Glückwünsche sind angebracht. Friedlicher Kontakt mit den Angara. Genau dafür steht die Initiative. Sie haben Wasserfälle, ja. Soweit ich gesehen habe, bietet uns Ihre Kultur jahrelang Stoff, mehr über Sie zu lernen. Unsere Wissenschaftler sind darüber bestimmt überaus erfreut. Derartige Ereignisse waren in der Milchstraße sehr selten. Und bis dahin werde ich die diplomatischen Beziehungen mit den Angara vertiefen. Wir brauchen jeden Verbündeten, den wir kriegen können. Haben Sie noch weitere Anliegen? Ich untersuche die Mordanklage gegen Nilkan Rancis. Und? Ich möchte nach Eos fliegen und Chief Reynolds Leiche bergen. Das gehört normalerweise nicht zu den Aufgaben eines Pathfinders. Der erste Mord in Andromeda. Und ich bin unparteiisch. Ich dachte, Sie würden wollen, dass die Sache korrekt abgewickelt wird. Das ist meiner Ansicht nach bereits erfolgt. Sachbeweise werden den Fall nur noch eindeutiger machen. Je sicherer wir sind, desto besser. In Ordnung, aber gehen Sie diskret vor. Die Leute sollen nicht denken, dass wir den Fall neu aufrollen. Ich hoffe, was immer Sie finden, bestätigt das bisherige Verfahren. Und falls nicht, kriegen wir das auch irgendwie hin. Wir senden Ihnen die Koordinaten des Tatorts. Viel Glück. Sie haben uns das wäre alles. Mehr Danke Sprachoptionen gegeben, die weniger bewirken. Ein 3-Stimmensystem wäre cool oder 3-Richtungssystem. Renegade, Paragon und Professional, hätte ich gesagt. Dass man einen Militärmittelweg hat, der mehr eiskalt ausgelegt ist. Renegade wieder auf Badass. Paragon wieder auf guter Junge und dann professionell mit Ice Code Options. Hey, yo, Bro. Ist der da? Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Doch, haben wir eigentlich Neuigkeiten über die Turianische Arche. Mir wurde gesagt, ich soll mit Ihnen über die Meuterei reden. Ich war nicht auf der Nexus, als es geschah. Ich habe darüber gelesen, aber... Sie wissen ja, wie die Dinge sich hier rumsprechen. Wissen Sie, wo Spender zu dem Zeitpunkt war? Wieso Spender? Moment, glauben Sie etwa, er hatte etwas mit der Meuterei zu tun? Vielleicht. Ich versuche nur, Ordnung in die Sache zu bringen. Also in den Logs, die ich durchgesehen habe, gab es tatsächlich einige Diskrepanzen. Ich wollte mir das noch genauer anschauen. Wenn Sie den Fall ohnehin untersuchen, könnte ich Ihnen Zugriff auf das Archiv mit den Überwachungsvideos geben. Wie wäre das? Danke. Sonst noch etwas? Wie geht es den anderen Turianern? Geht so. Wir sitzen in einer Krise nur sehr ungern rum.
In der Ausbildung heißt es immer, Dienst geht vor Ego. Wahrscheinlich sind deshalb so viele von uns bei der Miliz. Wir wollen uns den Status als Bürger verdienen, egal in welcher Galaxie wir gerade sind. Aber es fällt uns schwer, konzentriert zu arbeiten, solange unsere Arche vermisst wird. Ah, ja, ja. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Auch gleich. Ich mach das auch gleich, dann die Arche. Turianer sind cool. Verdammt cool. Überhaupt, wenn sie viel Farbe im Gesicht haben. Ah, diese Datei lässt sich nicht richtig abspielen. Sam, kannst du die Qualität verbessern? Bearbeitung läuft. Wiedergabe gestartet. Moment mal. Übergibt er da etwas an einen der Meuterer? Nimm dieses Fragment. Es verschwindet zu unserer Waffenkammer. Erzähl. Es tut mir leid, Pathfinder. Diese Backup-Datei ist beschädigt. Die Tonspur ist nahezu vollständig zerstört. Möglicherweise hat jemand das Original gelöscht, woraufhin bei einem Systemneustart diese Version wiederhergestellt wurde. Das klingt, als wollte jemand etwas vertuschen. Dem stimme ich zu. Ich kann zwar den Ton nicht wiederherstellen, aber es scheint sich bei dem Ort um Kadera zu handeln. Wie kommst du darauf? Einfach ausgedrückt, durch Lippenlesen. Ich kann den Ort anhand der aktuellen Daten nicht identifizieren. Es scheint bergig zu sein und bevölkert. Wir müssen den Planeten finden, bevor ich das Ergebnis bestätigen kann. Ich werde sie über meinen Kern kontaktieren. Jo, verstehe. Stehen wir Spender zur Rede. Okay, dann machen wir das halt noch. Ist er ja hier in diesem Raum? Schaut's aus. Wo ist er? Hier drüben. Hey, Alter. Nein. Ryder, richtig? William Spender. Entschuldigen Sie, falls wir uns bereits kennen, aber ich treffe so viele Leute, das bringt die Leitung der Kolonialverwaltung mit sich. Die Leitung der Kolonialverwaltung? Ich dachte, Sie sind stellvertretender Direktor. So ist es. Ich bin Addisons Assistent. Wir wissen also beide, wer die eigentliche Arbeit macht. Es gibt Beweise, die Sie mit einigen ziemlich zwielichtigen Dingen in Verbindung bringen, Spender. Ich habe die Aufnahmen gesehen. Sie haben irgendetwas übergeben. Was für Aufnahmen? Aus Gavorkam? Das war ein ganz normales Geschäftstreffen. Ich weiß ja nicht, mit wem Sie geredet haben, aber er hegt offenbar einen Groll gegen mich. Und ganz ehrlich, ein Pathfinder sollte seine Zeit nicht mit einer Hexenjagd vergeuden. Es wäre vernünftig, die ganze Sache einfach zu vergessen. Mhm. Wir sind hier fertig. Ein Pathfinder, ich sage, wenn wir fertig sind. Nein, okay. Interview. Hi, die Dokumentation kommt extrem gut an. Ihre Kommentare sorgen für reichlich Gesprächsstoff. Tan hatte uns übrigens zu sich zitiert, um uns daran zu erinnern, dass wir doch bitte die richtige Botschaft vermitteln sollen. Ist alles okay? Ja, es war in Ordnung. Und deutlich weniger interessant als Ihre jüngsten Erlebnisse. Die Entscheidung, so früh einen militärischen Außenposten zu errichten, ist umstritten. Kandros befürwortet sie, aber andere sagen, die Initiative wirke dadurch aggressiv. Jeder Schritt, den wir bisher in Andromeda unternommen haben, war gefährlich. Die Initiative muss sich selbst schützen können. Das sind ausgesprochen offene Worte. Aber vielleicht müssen die Leute sie ja hören. Diese Risiken sind sicher sehr stressig. Wie entspannen sie sich zwischen den Missionen? Ich bleibe in Form fürs nächste Mal. Zielübungen, Training. Ich stelle sicher, dass ich bereit bin. Auch das ist Geschichte. Diese kleinen Augenblicke dazwischen. Jetzt noch einige Bilder dieser Relikttechnologie, ein paar Erklärungen und die Episode ist fertig. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Oh, Zeit, ein bisschen professionell zu sein. Gib es den Weg! Zeit, ein bisschen professionell zu sein. Anscheinend ist schon aufgeflogen, dass ich eher mit Bibi oder den Himmerian World eine Romanze starte. Boah. Der Himmel in World. Ich glaube, das wird die einzige Romanze, die ich haben will. Gut.
Der Himmel. Verdammt, ist der gut aussehend. So, wir doch. Bürostation, Habitationsdeck. Okay, nee, ist recht. Ich brauche bessere Händler. Vielleicht sind sie auf Eos die Händler, die ich brauche. Initiative wurde beim Aufprall der Nexus auf die Geißel getötet. Eine offizielle Ehrung ist geplant, zu der Direktor Jaren Tan allerdings bisher kaum Einzelheiten bekannt gegeben hat. Ohne Gian wären wir nicht hier. Aber wir sind hier und müssen uns darauf konzentrieren, zu überleben. Ein Arbeiter ist bei Reparatur HNS der Nexus verleugnet. Das Teil gehört da nicht hin. Ich muss Cash sagen, dass sie bei ihren Mechanikern was unternehmen muss. Jo. Verdammt, Ryder, Sie haben eine gute Show verpasst. Ein Alarm hatte eine Fehlfunktion und wir dachten, es wäre ein Angriff. Wir haben es zwar schnell durchschaut, aber bis dahin hatten Sie mindestens die Hälfte der Sicherheitsanlagen der Station hochgefahren. Warum haben die Alarme immer noch Fehlfunktionen? Wahrscheinlich ein Überbleibsel aus der Zeit, als die Geißel die Systeme durchbrennen ließ. Es ist halb so schlimm. Ich habe mal in einem Gebäude gearbeitet. Da ist der Feueralarm alle 2 Wochen losgegangen. Die Benutzung von Schusswaffen auf der Nexus verstößt gegen die Vorschriften. Okay. Die Initiative hat Geschichten. Die Initiative hat Geschichten. Gehen Sie zu Tempest zurück. Überspringen. Ah. Das ist der Teil, wo man einfach nur rumfliegt, mit Leuten redet und dann wieder wegfliegt und abwartet. Willkommen zurück. Danke. Wo ist Eos? Eos hat keinen schönen Himmel. Mein drittliebster Planet. Wo wird First, dann Haval und dann Eos? Ich glaube, die anderen zwei werden auch nicht viel besser. Oh, ja. Augentot. Yes. Das Pythias-System. Heimat von Eos und Prodromos. Ich hab Pisse verstanden. Das Pythias-System. Jo. Landen bitte. Okay, ich habe nicht wirklich viel Neues bekommen. Da kann ich noch immer nichts aussuchen. Rüstung ausrüsten. Ja, ist eigentlich egal. Nein, kann ich nichts machen. Dopt. Da. Das. Uff. Das ist ein beides Team jetzt. Alles schwarz und rot. Ja. Yeah. Das gefällt mir. Leite Sinkflug ein. Dann nicht skippen. Oh. Gibt es wahrscheinlich auch einen Mod, was dir die 15 Sekunden erspart. Team, versteckst dich da hinten, Baby, ich hab's gesehen. Wir sind wieder da, wo im Grunde alles begonnen hat. Was gibt's Neues über unser erstes Zuhause? Die Cats sind auf dem Planeten noch immer präsent. Es kommt häufig zu kleineren Gefechten und bei Reisen ist Vorsicht geboten. Dafür kenne ich ein Gegenmittel. Okay, was noch? Die Atmosphäre wird zunehmend sauberer, aber in einigen Gebieten gibt es hohe Konzentrationen radioaktiver Strahlung. Nähere Untersuchungen laufen. Außerdem sind die Relikte weiterhin an der Oberfläche aktiv und zudem mit Hilfe seismischer Messungen nachweisbar. Wer ist mein Ansprechpartner für das alles? Ihre Leute, Pathfinder. Prodromos wächst, mit all den Herausforderungen und Entdeckungen, die der Aufbau eines Außenpostens mit sich bringt. Wir haben sie ja auch gut genug bewaffnet. Sämtliche Daten über das neu zugängliche Eos entspringen ihrer Arbeit. Na okay. Dann, lassen wir ihm die Aufmerksamkeit zukommen, die es verdient. Ich habe in der Zwischenzeit noch Wasser geholt. Sind wir im Alten?
Kapseln. Okay. Das ist automatisch installiert, das ist schon mal gut. Was ist das da drüben? Nein, das ist das normale Lager. Wir haben sie nicht den letzten Sommer gespawnt. In Grom Hügel oben, oder? Karte sagt doch, verdammt, hier gibt's viel. Überall. Okay, fangen wir an. Vielleicht ist was Interessantes auch dabei. Ja. Genau, das ist mein Name. Darket, wer bist du? Pathfinder? Darket Tyrvion. Ich weiß, ich wurde vorzeitig aus der Stase geholt. Meine Familie ist dankbar dafür. Aber ich stehe in ihrer Schuld. Irgendwann wird jeder geweckt. Das mag sein, aber sie sollten zumindest auch davon profitieren. Ich betreibe jetzt Exostudien, aber in einem früheren Leben war ich Taktikexpertin. Wenn ich die Cat auf diesem Planeten mit Nachschub versorgen müsste, würde ich reindriften. Und es gibt nicht allzu viele Gravitationsrouten. Hier sind ein paar NAV-Punkte, die Sie auf Anomalien überprüfen könnten. Gute Jagd, Pathfinder. Ah, also dich habe ich aufgeweckt. Für mehr Nebenmissionen habe ich dich aufgeweckt. Was sagt mir das? Ich habe die NAV-Punkte der verschwundenen Vorräte verzeichnet, Pathfinder. Alles klar. Wir rackern uns bestimmt nicht für die Lebensfähigkeit ab, um unsere Ressourcen dann einfach so abzuschreiben. Gehen wir der Sache auf den Grund. Du Händler. N7-Rüstung. Hier, jetzt. Carnifex. Carnifex ist doch cool. Ah, nee. Will ich schon irgendwann kriegen. So Mineralien? Nein. Verdammt. Wen haben wir hier sonst noch? Da ist irgendwas. Du, oder? Ah ja, der Konsole hat wieder eine Mission. Ah, verschollene Drohne. Irgendwo ist der riesige Architekt alle Drohnen finden. Oh, da können sie mich mal. Das sind genau die Kleinschraubmissionen, die ich nicht brauche. Yep, that's me. Ich weiß nicht, was ich für einen Vornamen habe, aber Missgeburt. Oh boy. Sie habe ich gesucht? Natürlich. Da. Haben Sie dieses Beben gespürt? Wir registrieren in letzter Zeit größere seismische Aktivitäten. Aber ich weiß nicht, wodurch es verursacht wird. Da draußen geht irgendwas Merkwürdiges vor. Ein Erdbeben irgendwas oder ein Vulkan irgendwas? Ich tippe auf ein Relikt irgendwas, das uns vielleicht helfen könnte. Eos hat riesige unterirdische Flüsse, die wir nicht anzapfen können. Aber wenn wir diese Beben umleiten, könnten sie den Boden aufbrechen und uns die Bewässerung ermöglichen. Unsere seismischen Überwachungshämmer wären dafür perfekt. Ich brauche nur jemanden, der sie aufstellt. Bitte. Ich mach's. Sagen Sie mir nur, wo ich hin muss. Ich habe die Bereiche markiert, wo das Zentrum der Beben zu liegen scheint. Lösen Sie die Hämmer dort aus. Aber seien Sie vorsichtig. Die Beben werden schlimmer. Ist noch was, bevor Sie gehen? Ich muss gehen. Lassen Sie... Händler Terminal. Irgendwo ist das fette Relikt-Ding halt. Hey, Bibi. Warum hast du den Highground gesucht? Wir markieren neben Cora. Seit ein Thumbnail rauszuschießen da irgendwie. Und das in der Luft da oben. Okay. Tschüss, Baby. Tschüss. Sie steht da noch immer. Krass. Oh, sie ist mitgekommen. Geht wohl doch nicht ohne mich. Nein, ich bin der Main Character. Natürlich geht's nicht ohne mich. Jo. Mal schauen, was die Asari zu sagen haben. Loot. Meins. Mehr kleine Raummissionen.
Jemand hat eine Warnung hinterlassen. Anscheinend denken einige Arbeiter, sie könnten die Kontrolle über die Relikte übernehmen. Die reißen sie in Stücke, wenn sie es versuchen. Die Dienstpläne der Arbeiter sind öffentlich einsehbar. In dem Datenpad wurde die Krankenstation erwähnt. Mit ein wenig Arbeit könnten wir rausfinden, wo sie sind. Bewaffnet und gepanzert. Da haben sie Glück. Diese Ausrüstung hätte ich vor ein paar Wochen gut gebrauchen können. Ich bin Ryder, der menschliche Pathfinder. Lieutenant Harper, wir sind auf der Suche nach der Arche der Asari. Genau wie ich. Ich beobachte jeden Tag den Himmel und bete, dass sie den Kett-Angriff überlebt haben. Nach den Hinweisen, die wir gefunden haben, war es naheliegend, dass die Kett darin verwickelt sind. Ja, genau wie Schmerz naheliegend ist, wenn man sich verbrennt. Was ist passiert? Die Kett haben unsere Arche durch den gesamten Cluster gejagt. Aber das waren keine normalen Soldaten. Es waren Jäger, Elite-Killer. Keine der Archen ist bewaffnet. Ihre Chancen standen also schlecht. Sie haben immer weiter geschossen, um uns zu verlangsamen. Wir haben die Außenhülle eines kompletten Decks verloren. Eine der Brückenoffizierinnen, Sarissa so und so, hat den Evakuierungsbefehl erteilt. Hunderte von Leuten, die alle zu fliehen versuchten. Es war... Wo könnten wir nach der Arche suchen? Schwer zu sagen, aber sie hat ein Rettungsschiff gestartet, dessen Crew es wissen könnte. Vielleicht finden sie es ja, indem sie dem Transponder folgen. Die Tempest wurde dafür gebaut, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Wir schaffen das schon. Das Schiff heißt Perifona. Ich gebe ihnen seine Transponder-Codes und den letzten Flugplan. Und vielen Dank. Es tut gut zu wissen, dass nicht immer nur die Cat gewinnen. Jo. Wir reden in dieser Episode. Da finden wir doch irgendwo noch einen Fight. Ja. Irgendwas in der Nähe. Was nicht so blöd klingt. Auf Eos kommt es so. Oh, das dauert länger, der Fight. Da drüben geht es noch viel weiter. Ah, da gibt es viel von den Missionen. Oh Gott. Vorräte. Ah ja, okay, machen wir das da. Ah, oh, die obere Seite halt, die obere Seite. Wo ist mein Nomad, Baby? Super Charm. Radar. Alles klar, Crew. Wir nehmen die Scenic Route. Warte, wo ich mein Nomad geparkt jetzt? Wo schnellen wir einen neuen? Yeah. Markiere mit Wasser diese Mission zuerst. Das bist du. Ah, oh, nein, das will ich nicht. Du zuerst. Die Welt hat einen zu schieren Himmel, dass ich mir die Mission eingebe. So einen coolen Himmel interessiert mich das nicht. So wie Mineralien abbauen, mich nicht interessieren. Oh. Oh, yes. Ihr erster Außenposten. Er hat bestimmt eine besondere Bedeutung für Sie. Ich hoffe, Prodromos wird hohe Maßstäbe setzen. Nette Welt. Mit ein klein wenig Hilfe mächtiger Technologie natürlich. Nee, mir gefällt Wohlt und Haval besser. Zum Umgrinden ist hier cool. Wenn ich nicht ins Wasser fliege. Sieht aus, als würden sich Aasfresser an unseren verschwundenen Vorratskisten zu schaffen machen. Ich kriege daneben. Dann machen wir das halt. Overkill. Ziemlich viele von denen. Hopp. Die Singularität hat sie alle ausgeschalten. Es war keine große Sache, hier aufzuräumen. Aber das bringt uns unsere Vorräte auch nicht zurück. Also gibt's hier nichts. Bist du dir sicher, Sam? Ja, Pathfinder.
Die Kisten wurden entsprechend der Standardprotokolle geöffnet. Es ist unwahrscheinlich, dass die hiesige Fauna dazu in der Lage wäre. Wir reden hier von Wanzen, Sam. Sie waren das ganz bestimmt nicht. Um das mit Sicherheit sagen zu können, sind weitere Daten erforderlich, Pathfinder. Manchmal bist du eine echte Maschine, Sam. Naja, vielleicht haben die Wanzen doch unsere Kisten und Vorräte geplündert. Vielleicht sind sie intelligenter als sie ausschauen. Vielleicht ist es wie in Starship Troopers 2. Gehirnkontrolle und Übernahme. Sind die auch hier unten gestorben? Ein bisschen weiter drüben. Verdammt, da komme ich wieder nicht gescheit durch. Okay, probieren wir es mit dem Super Jump. Da vorne, das sieht wie ein Konstrukt der Cat aus. Ich habe mir immer die Lichter in Anlage 2 angesehen. Aber eines Nachts war da nichts mehr. Die Leute wollen hierher kommen. So wie sie auch nach Andromeda kommen wollten. Hier ist Chief Reynolds gestorben. Die Sandstürme haben die Leiche längst begraben. Ich schlage einen Scan vor. Harkins. Pathfinder, hier ist ziemlich tief ein Panzerungsteil begraben. Eine Beinschiene. Laut Scan befinden sich Gewebe und Knochenfragmente daran. DNA als Chief Reynolds identifiziert. Seine Leiche wurde vermutlich in Stücke gerissen. Dann wurde der Chief also Karkin-Futter. Oh Mann. Die übrige Panzerung liegt entweder verstreut herum oder wurde in ein Nest gebracht. Das Brustteil und sein Universalwerkzeug könnten seinen Tod erklären. Dann suchen und scannen wir weiter. Noch ein Panzerungsteil. Chief Reynolds Helm. Die Suche geht weiter. Natürlich. So wie jede Mission. Decke 6 verschiedene Orte, um das richtige Teil zu bekommen. Oder um endlich mal fertig zu sein. Auf der Erde gab es auch solche Formationen. Viele Kinder haben bei ihrem Anblick an fremde Welten gedacht. Wasser und Wetter. Auf lange Sicht kann ihnen nichts standhalten. Pathfinder. Der Scanner hat Chief Reynolds Brustteil geortet. Bestätige Einzelschuss. Waffentyp nicht bestimmbar, aber der Eintrittspunkt war auf dem Rücken. Ausgangswunde in der Brust. Soweit wir wissen, stand Nirken vor dem Chief, als er abdrückte. Sein Schuss hat ihn also nicht getötet. Das Universalwerkzeug des Chiefs verrät uns vielleicht mehr. Ist drüben eine geklitschte Höhle? Schauen wir rüber. Ich glaube, ich habe gerade eine Gäse geschlagen. So lange in die Relikte vertieft, dass mir die ganzen Farben nie aufgefallen sind. Unsere Leute haben einen langen Weg hinter sich. Nichts hier wird sie aufhalten. Auf seine Art ist dieser Himmel wunderschön. Es gibt bessere. Das ist ein Glitch. Ah, jetzt ist er weg. Oh. Schön verteilt, damit ich extra Wege habe. Empfange weitere Panzerungsbruchstücke. Ich glaube, es handelt sich um eine Spur, die zu einer Höhle in der Nähe führt. Okay. Möglicherweise befindet sich dort das Nest. Oh, extra schön rausgestreckte Mission. Hänsel und Gretel-Style. Okay, will sie mal was. Es ist wirklich ein Karkin-Nest. Ausschwärmen! Ja, nicht mal eine Chance. Oh, okay, das hat mich geschreckt. Bestätige Ausrüstung der Initiative. Einschlaglich Universalwerkzeug von hat zum Zeitpunkt seines Todes einen Scan durchgeführt. Wenn sie es einschalten, der Erste kann ich die Daten übernehmen. Nicht erschossen. Er ist unschuldig. Scheint eindeutig zu sein. Gute Arbeit. Pathfinder. Es gibt noch eine Audioaufzeichnung. Dann spiel sie ab. Mann! Wo ist Nirken? Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Das klingt wie... Bestätige.
Stimme als Verdächtiger Milken identifiziert. Er hat den Chief nicht getötet. Aber er wollte ihn töten. Ich muss nochmal mit dem Mann reden. Oh, das schaut doch ziemlich schuldig aus. Was lebt hier draußen noch? Nichts. Qualität getestet. Tesla ist besser als ein Tesla. Was haben wir hier? Oh, Nebenmission. Irgendwas Cooles mal. Ich verzeichne NAV-Punkte für die Platzierung von Überwachungssonden. Nein. Eine triviale Aufgabe. Für diesen Techniker war sie alles andere als trivial. Nein. Oh, das ist wieder... Nein. Eindeutig nein. Was ist das? Oh. Ich kann darüber teleportieren. Nur deswegen mache ich das. Oh. Verschwundenen Vorräte hermachen. Das war's. Aber ich wette, das bestätigt es. Die Kisten wurden erst geöffnet und dann wurden Köder ausgelegt. Aber von wem? Weitere Daten sind erforderlich, um sicher sein zu können. Natürlich. Natürlich. Oh boy, was haben wir hier? Andere Städte. Oh, ja. Seismische Hammer machen wir eh dann. Alles in der nächsten Episode. Nachdem wir teleportiert sind, ist es vorbei. Wer macht sich denn Sorgen? Die Lucinia ist entweder okay oder nicht. Und in beiden Fällen kann ich nicht viel unternehmen. Es ist ihm egal, dass Tausende ihrer Leute vermisst werden? Meine Leute kriegen das schon hin. Ich habe genügend Arbeit mit den Relikten. Ach, die Bibi ist eiskalt. Bei dieser Tech wimmelt's vermutlich von Cat. Das ist gerade aufgegangen. Okay, was sagt die Karte? Runter und dann machen wir durch den Keller durch und holen wir uns den Außenposten noch. Sie sind weit weg von Ihrem Schwarm, kleines Entchen. Kleines Entchen? Wer spricht da? Jemand, der Arbeit für Sie hat. Kommen Sie zu meinem NAV-Punkt, wenn Sie denken, dass Sie dafür bereit sind. Wir wollen ihn doch nicht warten lassen, kleines Entchen. Nennen Sie mich nicht so. Okay. Was auch immer das war. Und wieder interessieren sich Tiere für unsere verschwundenen Kisten. Genau wie zuvor. Diesmal wird uns die Rettungskapsel sie vernichten. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Nein. Rotkill. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Ich fliege irgendwo. Die hätten wir. Haben Sie hier auch alles weggefressen, wie an den anderen Orten? Ich verstärke Ihre Schilde! Für was? Seid hier unten. Was ist das? Nein, ich muss noch scannen. Sam, laut Scan wurden die Lieferungen so terminiert, dass zu der entsprechenden Zeit niemand hier war. Die Lieferdaten wurden vorsätzlich manipuliert. Möglicherweise, um Konfrontationen während des Diebstahls zu vermeiden. Diebe mit Herzen aus Gold? Für organische Analysen sind mehr Daten erforderlich, Pathfinder. Okay, wir sind fertig hier. Hopp, Thumbnail, Bibi, warte, Thumbnail. Ah, der Himmel ist nicht so cool.
Okay, ist recht. Bis heute.